Herzlich willkommen hier in unserer Jahresporthalle zum diesjährigen F-Junior-Turnier des NFVJL bei Sörlitz. Freue mich, dass alle Mannschaften angereist sind und wir erwarten natürlich spannende und schöne Spiele. Bevor wir das Turnier starten, habe ich noch eine kleine Ehre. Ich darf unserem Vorsitzenden Herrn Tubak übergeben in unserer Männermannschaft. Er bekommt noch eine kleine Auszeichnung überreicht und danach habt ihr dann das Wort. Danke, Clemens, für die Übergabe. Erstmal allen Beteiligten hier in der Runde herzlich willkommen. Wir hatten die Gelegenheit gehabt, als LNV in einer gemischten Mannschaft beim Teilnahme-Metallbau im Metallverwertungscup im Juni 2018 dabei zu sein. Ein Wanderpokal, wo wir über die Jahre der regelmäßigen Teilnahme letztes Jahr hatten wir die Chance, den Pokal zu gewinnen. Und es ist uns auch gelungen, zu diesem Zweck ist Herr Locke als Geschäftsführer der Einnahme- und Teilverarbeitung extra von zu Hause nach Wörlitz gekommen. Ich darf auch unsere gewünschte Männermannschaft am Norden bilden, die Juno, wenn es gegeben war, mal bitte mit die Runde kommen. Ich selber habe auch Gelegenheit zu kriegen. Auf dem Feld, Tore könnt ihr von überall erzielen,
ist er beide Seiten aus, ein Dribbeln oder ein Passen. Und alle weiteren Regeln werden euch die Trainer natürlich bei Nachfrage noch erläutern. Wir haben natürlich auch wieder zwei kompetente Schiedsrichter, die versuchen, ja, die Partien unauffällig über die Bühne zu bringen. Das ist der Tim Leschinski und der Herr Wenzel. Ja, Frau Holzmann, die Vorfahrtsspieler, guter Erfolg, danke, dass ihr da seid. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, starten wir gleich mit dem ersten Spiel. Die erste genannte Mannschaft spielt immer auf dem linken Feld in Richtung des Sprecherturms und das zweite Spielfeld, Feld 2, immer hier rechts von mir. Auf Feld 1 wird Schiedsrichter Luna gegen Großschweiten des Löber und auf dem Feld 2 wird antreten Gelb-Weiß Görlitz gegen Aufbold Kodersdorf. Dann wünsche ich allen Mannschaften viel Spaß, viel Erfolg, viele Tore. Wir beginnen, bitte. Einen kräftigen Sport! Na dann los, auf die Plätze, dann los!
Steiner Bronn. Thank you.
Von meiner Seite aus erstmal ein großes Lob an euch, dass ihr alle Spiele so zügig, ehrgeizig, mit Fairplay und großem Einsatz durchgezogen habt. Klasse Leistung von allen Spielern. Vielen Dank für eure gezeigte Leistung. Das ist mal einen großen Applaus. Ja, nicht vergessen möchte ich natürlich auch unsere Schiedsrichter, die Spiele hier unauffällig über die Bühne gebracht haben. Der Steffen Wenzel und der Tim Leschinski. Da ist denke ich auch nochmal einen Applaus. Ja, und dann lasst uns zur Siegerehrung kommen. Die wird heute durchgeführt durch unseren Vorstandsvorsitzenden Harald Tubak und unseren Nachwuchsleiter für den Kleinfeldbereich Gregor Leonhard. Und wir starten mit dem vierten Sieger der Silberrunde. Und der vierte Sieger vom LFV F-Junior-Turnier 2019 sind die Jungs und Mädels vom SV Aufbruch-Kodersdorf. Bitte alle nach vorne kommen, jeder kriegt was bei uns, keiner geht mehr aus. Ich komme gleich zu euch auf Platschen, okay? Herzlichen Glückwunsch. Ja, da brauchst du trainieren. Ja. Glückwunsch. Und hat Spaß gemacht? Nein, ich glaube, ich habe natürlich auch viel wichtiger, wie einfach dann auch ein bisschen was zu naschen und ein paar. Die haben mich noch nicht abgeklatscht, oder? Mit dir noch nicht? Jetzt möchte ich noch wissen, wer von euch ist in der Startliste? Ich muss noch mit dem Kreis und Kreis. Die stärksten Spieler. Wer nimmt das? Und dann nochmal einen großen Applaus für den Thank you.
Thank you.
dritten oder im zweiten jedes Jahr. Thank you.
Gemeinde und 10 Millionen Eltern und Interessenten sind herzlich eingeladen, morgen nochmal in die Halle zu kommen. In diesem Sinne, allen Betreuern, Schiedsrichtern, Übungsleitern und vor allen Dingen die Eltern, die der Betreuung sind, herzlichen Dank und einen guten Nachhauseweg. Witaczki, Witaczki, zobaczcie tutaj. Cześć.